Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück bei Project Unstable 6. Hi. Ja, ne? Die Welt hat ganz schön zu kämpfen gerade. Nun gut, hallo. Ja. Normalerweise bin ich jetzt nicht so politisch und ich weiß, man hat es irgendwie. Das ist ja nicht politisch, aber ich weiß, man hat so ein bisschen die Nase voll, man hört es überall und so weiter, aber bitte. Wirklich. Persönliche Bitte von mir. Passt einfach auf. Wascht euch die Hände. Versucht wirklich so viel wie möglich zu vermeiden. Und ja. Es ist nicht ohne aktuell das ganze Thema. Nun gut, was auch nicht ganz ohne ist, ist die FPS, die ich hier auf dem Server habe. Ich habe nämlich gerade mal 30. Okay, gut, ja. So viel aber erstmal dazu. Wie gesagt, passt bitte einfach auf euch auf. Und vor allem passt auf, weil es geht ja nicht hauptsächlich darum, dass ihr nicht krank werdet, sondern auch, dass die Leute, die sehr gefährdet sind, nicht krank werden. Das ist eigentlich das Problem. Nun gut. Genug von dem Thema, ich wollte es nur mal, weil es ist allgegenwärtig, ich weiß, aber ich muss auch mal meinen Senf dazugeben. Okay, gut. Was machen wir aber erstmal heute? Ganz einfach, ich habe zum einen, wie ihr seht, hier schon mal ein bisschen Wand gebaut. Ich habe hier eine Wand gezimmert, ich habe hier einen Zaun hingemacht, ich habe den Raum hier schon mal räumlich abgetrennt, habe hier schon mal die Wand so ein bisschen gemacht, hier fehlt noch ein bisschen Decke. Aber alles in allem kommt es erstmal schon mal ganz gut zusammen. Fällt gerade auf, das könnte ich mal nochmal nach vorne setzen. Alles. So. Dann kann ich nämlich hier eine schönere Decke reinzimmern. Genau, dann kann ich nämlich jetzt hier. Das kann ich gleich mal machen. So, dann ist das nämlich fertig. So. Okay, und damit haben wir jetzt praktisch schon mal alles gedeckelt. Gedeckt. Verdeckelt. Egal. So. Zum einen möchte ich gerne ein bisschen noch verstecken. Zum anderen würde ich gerne dafür sorgen, dass wir unsere anderen Produktionen, die wir jetzt aktuell erstmal nicht mehr haben, wieder anschmeißen. Allen voraus, warum ist das mal offen? Allen voraus die Automatisierung von unserem Crusher. Weil da haben wir ja noch ein bisschen auch Verbesserungsmöglichkeiten, offene Sachen, wo wir auf jeden Fall noch was machen müssen. So, dann zum anderen möchte ich gerne hier noch ein bisschen Kabelorganisation machen, dass wir beispielsweise hier hinten dieses Zeug erstmal wegmachen. Das heißt, wir werden erstmal unseren Stahl, unser Osmium, das werden wir erstmal alles deaktivieren. Einfach nur, damit wir erstmal hier hinten das Kabel ein bisschen umschieben können. Jedenfalls ist mein Plan. Das heißt, wir machen mal hier das Kabel weg. Und wir hoffentlich schaffe ich alles in dieser Folge. Ich meine, ansonsten ist es auch nicht ganz so wild, aber. So, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich das schon kopiert hatte. Ich glaube aber nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen Platz mehr. Das allgegenwärtige Problem, egal was man für Minecraft spielt, man hat nie genug Platz im Inventar. So, ich packe mal hier ein bisschen Zeug weg. Das kann man weg. Okay. Gut. So, und dann kann ich nämlich hier schon mal die ganzen Kabel wegnehmen, weil ich habe mir nämlich überlegt, wir ziehen einfach das Kabel hier einmal gerade nach oben. Beziehungsweise, ich kann es sogar noch geschickter machen. Dann brauche ich hier nur ein Cover und dann setze ich das nämlich einfach in die Wand rein. Und dann gehen wir einfach hier hinten hoch. So, das heißt, hier oben haben wir einen B2B-Tunnel. Und dann haben wir hier ganz normal die Kabel. Huch, das war ein Draw, den wollte ich nicht öffnen. Und dann gehen wir einfach hier runter. Wie gesagt, das Ding hier ist das Einzige, was ich nochmal irgendwie... Hier haben wir auch nur einen Trim, sehe ich gerade. Ist das die Verbindung nach oben? Mal ganz gucken, wo wir hier sind. Weil unter Umständen kann ich das nämlich verschieben. Ein bisschen, ja. Wenn ich jetzt mal trimme. Ich weiß nicht, oder sind wir da schon auf der Ebene? Das unterste ist schon das Problem. Okay, nee, dann kriege ich es nicht verschoben. Egal, wenn ich es wollte. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Okay, dann machen wir erstmal so. Und so. Oder, verdammt. Haben wir eingesperrt. So, zack und zack. Gut, dann mache ich hier mal erstmal wieder zu.
Beziehungsweise, was war denn hier vorher? Das Zeug, ne? Glaube. Okay, ja, dann machen wir die Wand hier. Muss ich mal gucken. Entweder ich setze hier so ein Ding davor. Kann ich auch machen. Das ist einfach hier so davor setzen. Nope, das geht. Okay, gut. Und dann muss ich, wie gesagt, hier hinten einfach nur noch laden. Dafür muss ich es erstmal kopieren. Gut. So. Einmal nach hier hinten. Das muss es gewesen sein. 5 Outputs. Ich glaube, das sollte es sein. Wir gucken mal. Falsch. Ich muss nach oben. Und. Gut. Können wir jetzt wieder weitermachen? Das ist die große Preisfrage. Ja, können wir. Wunderbar. Da alles funktioniert. Zu das Ding. Fertig. So, damit ist das Ding nämlich auch schon mal versteckt. Das Einzige, was ich hier noch bräuchte, wäre vielleicht eine Fassade, dass wir das nochmal irgendwie machen. Dafür brauche ich so einen Wattel. Dann können wir das Ding nochmal in eine Fassade packen, dann ist das auch weg. Ich bin am überlegen, ob ich das hier symmetrisch mache, dass ich praktisch das Ding hier einmal nach innen setze. Ja, das gefällt mir. Hier weiß ich noch nicht genau, wie ich einen Durchgang machen muss. Will. Möchte. Kann. Mal schauen. Das hängt dann noch von anderen Faktoren ab. Okay, gut. Gehen wir erstmal wieder raus. Denn ich will noch kurz die Fassade machen, dass wir jetzt alles fertig haben und dann gehen wir in den nächsten Raum. So, zack. Zack und zack. Dankeschön. So. Einmal kurz hier rüber, einmal kurz hier hoch, einmal kurz da durch, einmal kurz hier rüber, einmal kurz dahin und dann plupp. Okay. Was den Cutler hier hin. So. Weil wir haben hier oben ja theoretisch noch das Kabel, was hier einfach normal lang geht. Könnten hiervon natürlich dann abgehen, wenn wir es wollten. Das können wir aber überall hinsetzen. Das ist erstmal komplett egal, wo das Schild steht, diese Automatisierung. Deswegen mache ich mir darüber erstmal keine Sorgen. Das einzige Problem ist hier diese Wooden Storage Crate Automatisierung, die ich habe. Aber die kriegen wir auch hin. So, und zwar ist die im Moment relativ einfach automatisiert. Okay, jetzt beginnt der ganze Spaß. Wir müssen uns überlegen, wie wir das automatisieren wollen. Ohne vielleicht zu viel Platz zu verbrauchen. Und dafür würde ich es gerne horizontal machen und nicht vertikal, wie wir es bisher hatten. Ich mache auch mal das Interface weg. Dann machen wir mal hier gleich mal ein bisschen Ordnung im Ganzen. So. Okay, wie gesagt, ich würde gerne das Ding horizontal machen. Das heißt, wir werden dann hier das Crate haben, das entsprechende, wo wir praktisch die Sachen rausnehmen. Dann füllen wir das eine ja hier rein, das andere da rein. Das ist okay, das muss so bleiben. Extract, always active, wunderbar. Das heißt, hier packe ich einfach die Fassade drauf und dann sind wir hier fertig. Flup. Und dann ist das mein befüllbares, zu befüllendes Storage Crate. Und damit haben wir es nochmal ein bisschen weiter nach hinten geschoben gekriegt, das ist nicht schlecht. So. Dann würde ich sagen, wir machen es gleich mal so. Flup. Und dann kommen hier die entsprechenden Rezepte rein. So. Gut. Dann haben wir es flach im Boden. Das heißt, wir können oben drüber noch eine Automatisierung bauen und wir nehmen nicht zu viel Platz weg und es fällt nicht so sehr auf, Ipe und Wooden Storage Crate. Ist jetzt nicht der Unterschied. Gut. So, dann würde ich vielleicht sogar sagen, dass wir, um ehrlich zu sein, das ganze Ding noch ein bisschen besser kombinieren. Weil wir haben ja theoretisch hier die Möglichkeit, einfach ein Interface hinzusetzen. Und dann würden wir alles Slack und so weiter direkt in das Interface packen, anstatt erst in die Kiste und aus der Kiste rauszunehmen. Das heißt, noch ein bisschen bessere Automatisierung. Und das würde ich auch so beibehalten. Das heißt, wir machen das so. Und dann brauche ich Conduits. Item Conduits, um genau zu sein. Und brauche dann auch nochmal ein paar Fassaden davon. 2 Stück brauche ich nochmal mit Ipewood. Machen wir auch nochmal schnell. Ich werde mir vielleicht... ich bin am überlegen, ob ich mir dafür auch was automatisiere. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant, das zu automatisieren. Die Penny Machine. Ich hab da gerade eine Idee, dass wir praktisch eine Kiste machen würden. Also eine Ender Chest, in die wir Sachen reinpacken. Beispielsweise... Also Fassaden und Blöcke.
immer von einer Sorte. Dann wird das rausgenommen und wenn alle Fassaden raus sind, dann wird das, wird der eine Block wieder rausgenommen und wird praktisch ins ME-System gepackt. Oder ich habe keine Ahnung. Ja, das wäre ein bisschen mehr Automatisierungsaufwand. Okay, müssen wir gucken. So, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ich muss da hin. Zack. Komm mit. So, du bist always active. Nee, Fall. Hast du dich eben gepainted? Okay. Er hat sie mir nur anders angezeigt, weil ich einen Conduit in der Hand gehalten habe. Okay, gut. Ah, verdammt. Okay. So, du bist always active, ne? Verdammt. Ja. Flup. Okay, gut. Damit hätten wir das. Dann ist es jetzt einfach hier hinten. Das ist vollkommen in Ordnung. So, dann packen wir jetzt hier mal wieder das und das rein. Und dann kann ich nämlich das Kabel hier hinten mit einfach gerade nach oben machen. Und wir können hier hinten mit dran an entsprechenden Stellen, wenn wir wirklich sagen, oh, wir brauchen da jetzt mal Zugriff. Zugriff, Angriff, was weiß ich. Okay. Jetzt ist nur noch die Frage, ich würde hier auch wirklich so nochmal das so ein bisschen einheitlich machen wollen. Das heißt, wir machen das mal so. So, dass wir hier so ein bisschen... Verdammt. Nein. Timber. Nein. Nein! Das da. So. Timmer. Und machen wir hier nochmal dicht. So. Gut. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Dann haben wir hier diesen Raum separat. Wir haben hier hinter haben wir ein bisschen Manövrierebene. Und hier haben wir dahinter Manövrierebene für Kabellage. Und schlag mich tot. Und ich kann dann einfach sagen, wir nehmen das Kabel gerade. Das heißt, wir gehen hier so rum. Zack. Dann, ups. Ich leg's mal weg. So, nehmen wir das mal mit. Ist ja die gleiche Kabelstrecke aktuell noch. Und dann gehen wir einfach mal hier gerade nach hinten. So. Cable. Ich habe kein... Nein. Okay, gut, dann muss ich es färben dann. Ist es weggeschmissen? Nein. Okay. Ist natürlich jetzt durch diese... Dieses Kabel ist natürlich auf der falschen Seite. Was ich theoretisch sogar ändern kann. Ich könnte das auf die andere Seite bringen. Da hätten wir gar kein Problem. Moment. Das kriegen wir hin. Ist nicht viel Arbeit. Ups. Kommt gleich wieder das Kabel. Wir müssen einfach nur das Ding jetzt hier dann einmal umstellen. Auf die andere Richtung. So, okay, also du weg. Dich umgedreht. Kurz gucken, dass es auch richtig ist. Nein. 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 Okay. Nein. Nein. Hä? Verstehe gerade nicht, wie das Ding... Es wird sich nicht zu der Seite drehen. Vielleicht, weil da kein Block ist? Weiß nicht, wie sich das verhält. Moment. Ne, lass mich bitte hier... Nein, ich will da... Danke. So. Dreh sich jetzt. Irgendwie ist das Ding komisch. Okay. Auf Wiedersehen. Wir halten fest, Hopper sind komisch. Und ich mach mal hier gleich wieder das Kabel hin. Wo ist das... Zweite Kabel hin. Okay, irgendwo ist mein zweites Flux-Kabel hingegangen. Ich weiß nicht, wohin es ist. Moment. Vielleicht ist es nach hinten geflogen? Halt draußen? Es ist weg. Okay, gut. Dann machen wir das so. Das einmal trennen. Hier nochmal ein Flux-Kabel. Ich weiß, eigentlich brauche ich sie nicht. Eigentlich sind die so stark, aber... Egal. Gut. So, hier muss noch ein Kabel hin. Wenn er mich lässt.
So. Und dann. Okay. Wunderbar. Ganz wichtig, immer diese Geräusche machen. Das ist das Wichtigste, was man beim Minecraft-Spiel machen kann. Oder allgemein. Immer alles mit Geräuschen untermauern. Hab ich auch noch nicht so einen Flachstakt. Okay. Gut. Wird schon seine Richtigkeit haben. Ist egal. Gut, dann bauen wir hier wieder dicht. Zack, zack. Und dann kommt hier oben das Interface drauf. Ach, verdammter Mist. So, gucken wir. Ich hasse es so sehr. Ja. Gut. 1, 2. Interface. So, dann bauen wir es auf die Seite einfach schnell. Schnell ist relativ, ich weiß, aber ich gebe mein Bestes. So. Jetzt habe ich das Ding nicht vorher. Moment. Warum ich die Dinger ausrichte, ist auch ganz simpel. Falls sich jemand fragt, ich richte sie deshalb aus, sollten wir ein anderes Storage-Ding oben drauf bauen, dass er nicht aus Versehen dort was reinpackt. Das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme von mir und meiner zukünftigen Doofheit. So, gut, wunderbar. Dann kann ich nämlich hier das Kabel wesentlich schöner machen. Dann kann das Kabel nämlich genau unten drunter lang. Zack. Dann brauche ich nur 2. Okay. Flup, flup. Wunderbar. Und wir haben das Kabel so gerade, wie es nur irgendwie geht. Okay. Und das Ding sollte hoffentlich funktionieren. Wir testen das mal ganz kurz aus, indem ich einen Stahl bestelle. Stil. Achso, es ist ja nicht... Moment, ich bin am falschen Anschluss dran, fällt mir gerade auf. Wir müssen hier hinten natürlich noch... einen... Wie ist der Name? Ein Pidupidan. Einen Pidupidan brauchen wir noch. Du. So, wir brauchen auf jeden Fall wesentlich weniger Zeug jetzt. Natürlich insgesamt mehr Kabel bzw. mehr Geräte dran, aber. So. Und ich mach mal Kabel. Machen wir nochmal so ein Smart Cable hin. Nur damit man besser sieht. Und. Wunderbar. Und jetzt sollte ich wieder in der Lage sein, Stahl zu machen. Wunderbar. Wir haben aber keinen Coke-Tast. Das ist vollkommen in Ordnung. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch die Coke-Tast-Automatisierung. Machen wir mal. So. Okay. Wunderbar. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich mache jetzt mal Decke dicht. Einfach nur, dass alles gleich so fertig ist, wie wir es fertig machen können. Gucken wir mal kurz. Ich kann theoretisch nicht spawnen. Aus irgendeinem Grund. Ich mache trotzdem mal ein Lämpchen nochmal hin. Okay. Wir haben die beiden Sachen, die kriege ich auch nicht weg. Die werde ich nicht wegkriegen, die beiden Crates. Das Licht kriege ich weg. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Einzige. Nun gut, ist jetzt aber wirklich das Übelsein geringster. Wir kümmern uns jetzt mal drum, dass wir den ganzen anderen Mist zusammengebastelt kriegen. Das heißt, wir brauchen jetzt diese Machine Frame. Wo die Seiten sind, wo im Moment was reingeht, ist erstmal total egal. Was feststeht, ist, ich brauche 3 Seiten. Ich brauche Strom. Verdammt. Also ich brauche Strom. Ich brauche Item In und Output. Also eigentlich brauche ich 2 dafür. Einmal Item Input, einmal Item Output. Außer ich mache es direkt im SME-System. Hm. Dann bräuchte ich nur 2. Hm. Hm. Ich bin gerade überlegen, wie ich es am geschicktesten mache. Hm. Natürlich ist es ohne ME-System auch schön. Aber mit dem ME-System brauche ich theoretisch nur einen Anschluss haben. Also brauche ich nur ein Interface dahinter zu haben. Oder dieses Interface hier unten zu nutzen. Und muss dann einfach nur dagegen gehen. Hm. Dann kann ich auf der anderen Seite mit dem Storage-Bus arbeiten.
Das Storage Bus greift auf das Interface zu. Wir sehen das komplette ME-System. Moment. ME kriege ich nicht durchgeleitet. Ich kriege kein Autocrafting durchgeleitet. Da ist das Problem. Okay. Okay. Was ich machen kann. Ich kann es außen bauen. Kann aber innen drinnen mit ME arbeiten. Strom haben wir ja eh. Boah, eine Fliege, entschuldigt bitte. Ich musste sie. Also, kleine Obstfliege. So, okay. Ich habe eine Idee, wie wir es ungefähr machen werden. Und zwar werden wir. Weil das Ding hat nur eine ganz simple Aufgabe. Nimm Items entgegen, krach die da durch und pack den Output raus. So, der Output soll direkt in unser E-System gehen. Der soll nicht in irgendeine Kiste gehen, der soll direkt wieder in unser E-System gehen. Der Input soll halt aus dem Crafting kommen. Ist ja erstmal egal wo, es kommt halt praktisch in, sagen wir mal, eine Kiste und dann ist fertig. Und dann brauchen wir noch Strom. Das heißt, wir brauchen 3 Anschlüsse. Habe ich schon gesagt gehabt, aber ja, wir brauchen weiterhin 3 Anschlüsse. Okay, gut. Das heißt, ich überlege mir jetzt ganz kurz. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Interface. Da. Interface. So, ein Interface. Dieses Interface wird unser Input und Output gleichzeitig werden. Das heißt, das Ding würde ich mal so platzieren, dass wir rankommen. Beziehungsweise ich würde die Maschinen... Ich habe eine schöne Idee. Moment. Wir machen die Machine Frame. Also nicht Machine Frame, die Compact Machine. Wobei, wegen Strom. Ich baue sie mal hier hin. Ja. So. Bauen wir sie hier hin. Und dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt, das muss ich jetzt gucken, dass das auch so funktioniert. Wir haben hier einen Item-Anschluss. Ich werde jetzt eine Sache probieren. Was? Beziehungsweise, ne, ich brauche nicht mal probieren. Ich weiß, dass es funktioniert, was ich vorhabe. Okay, wir brauchen Crates. So. Wir haben im Endeffekt einfach nur ein Crate und ein Interface. So, den Strom kriegen wir von hier hinten rein direkt. Da mache ich einfach hinten direkt einen Anschluss, bupp, kriegen wir direkt rein, fertig. Und dann brauche ich hier nur zur Seite ein Crate platzieren und oben drauf ein Interface. Beziehungsweise will ich das so an der Wand haben? Eigentlich nicht, eigentlich will ich es gerne unsichtbar haben. Okay, jetzt kommt wieder die Schönheit durch. Kleinen Moment. Ich baue es hier an dieses. Nee, da habe ich keinen ME-Anschluss. Hier habe ich den ME-Anschluss. Okay. Dann machen wir das doch so wie eben gesagt. Das heißt Crate und Interface. Nein, du willst. Du willst das nicht. Du willst. Okay, nochmal. Du willst das so haben, bitte. Danke. Also das mache ich einfach Wattel hier davor. Das geht auch. Okay, das ist alles, was wir brauchen. Und dann brauchen wir hier im Endeffekt nur noch eine Art Conduit. Die praktisch dann die Items rausnimmt und dort reinpackt. Fertig. Es wäre schöner, wenn das Ding 2 Blöcke hoch wäre. Dann könnte ich nämlich beide direkt anschließen. Alles geht nicht, ne? Ich überlege gerade, ob es einen Weg gibt, dass ich das machen kann. Dass ich irgendwie schöner an die ganzen Sachen rankomme. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind immer auf eine Conduit angewiesen, was ich hier eigentlich nicht möchte. Dann lieber mache ich den Input per Conduit rein. Also so rum das Ganze. Ich überlege gerade, was mir besser gefällt. Beides nicht so schön. Okay. Was ich auf jeden Fall machen werde, habe ich mir gerade überlegt, wir setzen das ganze Ding in die Decke rein, damit wir so wenig wie möglich sehen. Das heißt, das Ding hier geht nach unten. Und dann ist es einfach nur eine Frage, hier kommt ein Crate hin. Und dann ist jetzt nur noch die Frage, wo will ich dieses Ding hier haben? Will ich es direkt am Interface haben oder will ich es direkt in den Crate haben? Ich packe es direkt ins Interface ran. Gut. Da haben wir von oben noch Zugriff drauf. Dann muss ich jetzt das Ding bearbeiten, dass das alles auch passt. Also, wir haben auf der... Habe ich einen Zettel? Moment. Stift? Zettel.
habe ja alles da. Es ist nur schwer in den Zellen. Ah, verdammt. Ah, so, okay. Gut. Was wollte ich sagen? Also, West gleich Strom. Down gleich Input. Und das ist dann die Nordseite. North gleich Output. Okay, gut. Nur, dass ich das nicht vergesse, wenn ich gleich in die Maschine reingehe. Dann brauche ich meinen TripAdvisor. Das Ding da, beziehungsweise das Personal Shrinking Device. So, und hier haben wir dann in dem... das da. So, ich verbrauche zwar dadurch einen Channel mehr, aber ach Gottes Willen, da gibt es Schlimmeres. Ich überlege gerade. Ne, kriege ich nicht schöner. Okay, gut. Bye, bye. So. Klick, klick. Gut. Ich trenne dich erstmal von allem. So, das hier können wir eigentlich schon mal machen. Das hier muss die Westseite sein. Damit hast du Strom. Okay, dann brauchen wir Input. Ist unten. Up, North, South, East. Achso. Ja, Moment. Das ist Nord. Und das hier ist Down. Okay. So, das heißt, von hier hätten wir dann... Frage ist, was möchte ich nehmen? Möchte ich Impulse Item Dax oder möchte ich Conduits nehmen? Ich weiß nicht, welche funktioniert hatten gerade. Eines von beiden hat nämlich nicht funktioniert. Ich glaube, die Conduits hatten funktioniert. Also die Ducts. Ich glaube, die hatten funktioniert. Nein! Nicht umstellen! Gut, zack und zack. Gut, dann lassen wir das mal so und dann machen wir das mal so und dann gucken wir jetzt einfach mal, ob das Ding funktioniert. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Mal gucken. Okay. Klick, klick. Klick. Klick, 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 klick. Hier muss noch ein Item Duct hin. Fällt mir gerade auf. Flup. Und dann brauchen wir noch ein Servo. Also Hilfe. Gut, machen wir das da. Zack. Huch, zack. Wunderbar. Und rein theoretisch sollte ich jetzt in der Lage sein zu sagen, ich möchte jetzt gerne Coke Dust haben. Guck mal, was funktioniert. Kann ich eigentlich Animationen sehen von dem Ding? Nö. Wir kriegen Coke Dust. Perfekt. Es funktioniert. Super. Das heißt, unsere Automatisierung ist dahingehend verschoben. Wir haben den Strom, wir haben alles fertig und wir haben es einfach wunderschön in der Wand drin. Einziges ist natürlich, hier finden wir eine Fassade. Vielleicht habe ich sogar noch eine. Nee, ich brauche ein Cover. Keine Fassade. Jo, ich hab meins. Flup. Wattel. Wattel, Haddel, Dudel da. Davon brauchen wir nochmal was. So. Okay, zack, zack. Nee, falsch. So, also zack, zack, zack. Zack. Und zack, zack, zack. Gut. Haben wir hier natürlich einen Crate drin, ist jetzt nicht das Schönste, ist aber auch nicht das Hässlichste, was wir machen konnten. Platzlich gesehen ist es optimal, was wir jetzt hier gebastelt haben. Ich lasse auch mal hier die beiden offen, dass ich erstmal nach hinten komme kurz. Flup. Denn ich wollte nochmal überlegen, ja. Es geht mir im Endeffekt darum, vielleicht haben wir später mal noch andere Sachen, die wir den Crusher machen wollen. Und danach ist das natürlich das Beste, was wir machen können. Indem wir einfach praktisch mehr Sachen hier reinpacken und dann haben wir die wenigste Anpassung, weil das Ding vollautomatisch funktioniert und alles, was in den Crusher reinkommt, kommt einfach wieder raus am Ende. Das heißt, wir brauchen uns keine Filterung in irgendeiner Form zu machen und wenn wir irgendwas crushed haben wollen, packen wir es einfach hier in dieses Crate rein. Fertig.
Perfekt. Schön. Das war die Automatisierung. Eigentlich fehlt jetzt nur noch das hier. Also unser Casting-Table für die Bottles? Nee, für die Fireblood-Dinger, die uns was machen? Fiery. Doch, Fireblood. Genau. Hilfe. Och, Mann, was ist denn los? Genau, das wir praktisch aus der Glasbottle Fireblood machen. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Jetzt in unserer neuen Automatisierungskette. Ich überlege gerade, wo wir das hinbauen. Wir haben theoretisch hier an der Seite noch genug Platz, um das zu machen, wenn ich ehrlich bin. Theoretisch brauche ich ja das Interface nicht mehr. Das Interface kann ja dauerhaft die Glasbottles drin haben. Ich baue nochmal hier kurz auf. Wenn ich hier dauerhaft die Glasbottles reinmachen würde, dann könnte ich die hier direkt rausnehmen und könnte die hier reinpacken. Das heißt, wir hätten praktisch die, können die direkt hier irgendwo reinpacken. Das heißt, ein Casting-Table, was weiß ich nicht. Das heißt, ein Casting-Table, da könnte ich hier vorne hin machen. Und könnte das ganze Ding hier vorne hinbauen. Was gar nicht so doof wäre, wenn ich ehrlich bin. Das würde mir gefallen. Und wisst ihr was, das machen wir noch schnell. Auch wenn die Folge vorbei ist, machen wir das noch schnell. Die Folgen kommen im Moment sehr unregelmäßig, also beziehungsweise in großen Abstand, da kann ich auch mal überziehen. So, Wattel kann erstmal weg. Kommt wird auch erstmal kurz. So, wir haben hier dann jetzt erstmal die 16 Glasbottles mit der Crafting Card. Dann haben wir hier unten das Ding, beziehungsweise brauche ich doch das Wattel, weil ich hier hinten das gleich so dicht baue, dass ich hier nie wieder hinkomme. So. Und dann brauche ich hier einmal den Storage Bus. Der geht auf den Tank. Beziehungsweise eigentlich müsste ich jetzt Fiery Blood einmal bestellen. Dass er einmal das ganze Zeug mir anlegt. Und dass es mir dann hier reinpacken kann. Die Flüssigkeit. Wir hoffen, dass es macht. Ich kann es leider nicht partitionieren, indem ich einfach irgendwie mit Flüssigkeit drauflege, weil ich die noch nicht habe. Ungünstig. So. Ich hab was vergessen. Ich habe das falsche Interface benutzt. Das hier oben ist das falsche Interface. Stopp. So, Moment. Fireblood, wunderbar, dankeschön. Dann einmal partitionieren, dankeschön. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich hier unten an das Interface ran muss. Ja, kann passieren. Machen wir so. Gut. Weil, das Interface ist das einzige, was dahingehend funktioniert. Okay, ich brauche jetzt. Moment. Conduits. Conduits. 1, 2, 3. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz, den wir verbrauchen, aber ist jetzt mega. Wir haben, was ist das Ding? Glasbottle als Whitelist für Insert, nehme ich an. Insert das Ding, Extract auf Braun Always und Insert muss ich noch anschalten. So, und dann haben wir hier einen braunen Insert und einen Extract, der ist auf Grün und der ist Always Active. So, damit sollten wir jetzt hier eine Glasbottle reinkriegen, hoffentlich. Wunderbar. Muss nur kurz gucken. Und dann brauche ich theoretisch nochmal eine Fassade, die ich dahinter setzen kann. Weil ich jetzt so viel Zeug hier. Ups. Wattel. Hier unten fehlt noch die Crafting Card. Okay. Das Ding kommt dahin. Habe ich noch Fassaden davon? Ja, dann kann ich die schon mal dran setzen. Auf die falsche Seite natürlich. Wie es gehört. So, wunderbar. Genau, dann haben wir jetzt hier noch die Fassade davor und dann brauche ich hier unten nur noch einen Cover. Ne, Fassade. Heißt das Ding auch, genau. Und dann haben wir es hoffentlich. Okay, gut. Dann würde ich schon mal nebenbei meine Abmoderation ein bisschen machen. Es regnet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit erstmal gefallen. Wir waren heute halbwegs produktiv.
Ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal wieder. Gesund natürlich und oder so gesund, wie es eben geht. Ja, lasst euch nicht verrückt machen. Nehmt die Sache aber ernst und wie gesagt, bleibt vor allem gesund. So, jetzt gucken wir mal kurz, dass das alles funktioniert. Wunderbar. Okay. Gut. Damit haben wir die Automatisierung auch weg. Die ist jetzt hier mit an der Seite. Steht jetzt schön aus dem Weg. Wunderschön weggemacht. Perfekt. So wie sie es gehört. Und wir haben jetzt hier noch einen Haufen Platz für andere Automatisierungen, wo ich jetzt noch keine Ahnung habe, was wir jemals brauchen oder für was. Theoretisch kann ich sogar erstmal die Wand weglassen. Gerade auf. Lass mal die Wand erstmal weg. Lass uns erstmal offen. Ich muss da eh nochmal gucken. Die Wanddecke brauchen wir beziehungsweise nochmal hier eine Cover. Ich habe ein Woodcover. Ich kann also theoretisch sagen, wir machen das so und so. Wunderbar. Und damit haben wir das ganze Zeug dicht. Wunderbar. Gut. Alles klar. Dann jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wie schon 10-mal gesagt, bleibt gesund, habt euch wohl und bis zum nächsten Mal in alter Frische. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen. Bye.